Hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt endlich im Part 25 und wir genießen jetzt hier erstmal die Aussicht. Und ja, Part 25 haben wir endlich erreicht und jetzt ist er endlich da. Und ja, es tut mir sehr leid, dass es so lange gedauert hat. Und ja, es ist jetzt ein bisschen anders, wie es eigentlich sein sollte, denn ich bin jetzt allein. Und das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Parts nicht anders sein. Ich weiß nicht, ob Blackscreen nochmal zu uns stoßen wird. Hahaha, zustoßen. Nein, aber. Ja, also, es sollte eigentlich ein ganzes Let's Play Together sein, aber das klappt irgendwie so nicht, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, also. Wenn ihr natürlich irgendwann mal mitmachen wollt, dann könnt ihr das gern machen. Also, so als Mitkommentator auch, weil ich ja eigentlich etwas unerfahren in Florencia bin, deshalb könnt ihr euch da gern einschalten, schreibt es dann einfach mal in die Kommentare oder so, dass ihr mitmacht, weil sonst wird es ein Let's Play Alone aus diesem Let's Play Together. Und wenn ihr da mitmachen würde, hätte das Wort Let's Play Together, oder ja, es ist ja nicht nur ein Wort, aber ja, dann hätte es doch eine ganz andere Bedeutung, wenn einer von euch dann wirklich da mitmacht. Ja, also fragt euch mal selber, ob ihr es machen wollt, schreibt dann einfach. Aber der nächste Part, der wird auch gleich mal ein bisschen komisch, denn den Part habe ich davor aufgenommen, bevor diesen Part, weil ich bin vom Urlaub gekommen, habe gedacht, los, nehme ich jetzt mal wieder Flow auf. Und dann habe ich gesehen, oh, das wäre die Jubiläumsfolge gewesen, da kann ich jetzt einen einfachen Part bringen und dann seht ihr jetzt eigentlich nach diesem Part noch ein Part davor, also er ja, ist ein bisschen verwirrend, aber es ist egal, es werdet ihr dann schon kapieren. Ja, und jetzt sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir ganz normal weiterzocken. Und darauf freue ich mich trotz all dem. Macht's gut. Bis dann. Ja, wir sind jetzt hier natürlich immer noch im Part 25 und sind aber da, wo wir eigentlich schon in dem Zusammenschnitt was gesehen haben, nämlich bei den Raccoon Spiders. Da habe ich jetzt nämlich nochmal ein Quest. Habe ja sehr viele schon erledigt. So sieht's jetzt mittlerweile aus. Also hier habe ich nur noch ein Quest in der Castle Hall. Den machen wir jetzt natürlich kurz weg noch. Und mein Equip hat sich verändert, verbessert. Hier habe ich nämlich eine andere Jacke. 46 physikalische Abwehr und plus 17 physikalische Abwehr. Ja. Upgrade Stufe 2. Und dann habe ich hier noch viele Quests abgeschlossen, wo ich ja dann diesen Ring und diese zwei andere Items bekommen habe. Halskette und Ohrringe, wo mir halt so viel HP geben, dass ich jetzt insgesamt bis zu 2205 HP und 1896 MP haben kann. Und ja, eigentlich könnten wir uns hier sogar echt mal was pullen, weil wir jetzt zu viel MP haben. Quatsch, weil wir so viel HP haben. Was laufe ich vermischt? MP bringt ja da relativ wenig. Obwohl, können wir halt schon mehr Fertigkeiten einsetzen. Aber ja. Also wir sind bald Level 26 und die Wette, die sich darauf bezog, dass ich, wenn ich Level 80 bin, die Wette gewonnen habe, die hat sich ein bisschen runtergesetzt. Ich muss jetzt nämlich nur noch Level 70 sein, um die Wette. Na okay, eine Wette ist jetzt. Keine Ahnung, ob man das als Wette sehen kann. Weil ich nichts verlieren kann. Ja, auf jeden Fall. Level 70, das heißt noch 44 Level. Bald noch, also jetzt bis jetzt noch 45, aber wir sind ja bald Level up. Und ich werde jetzt wieder ein bisschen öfter spielen. Werde öfter aufnehmen, das ist noch eine gute Sache, weil wenn wir nicht mehr zusammen aufnehmen, dann seht ihr auch öfter. Das war jetzt ein bisschen blöd, sich da was zu pullen, aber. Ja. Ja, wenn wir nicht zusammen aufnehmen, seht ihr auch öfters Florencia Parts. Viele Abonnenten sind dann wahrscheinlich wieder abgesprungen, weil ich Florencia echt nicht mehr aufgenommen habe. Das finde ich schade. Aber, naja, macht jetzt auch nichts, kommen ja wieder. Mal sehen, wie viele Parts die nächsten, wie viele Views die nächsten Parts haben werden, nicht andersrum, ja.
Und ja, ihr könnt mir auch schreiben, was ihr noch sehen wollt, Flo, weil, wie gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Es ist jetzt mein höchster Schaden, den ich in Florenz hier hab. Von dem her, also einen Turm wollte ich mit Black Screen eigentlich ja noch, aber ja, hat es irgendwie noch nicht geschafft, seinen Char so hoch zu leveln. Hat natürlich viele höhere Chars, aber es bringt da relativ wenig oder ist nicht so lustig, wenn wir da so viele verschiedene Level haben. Ja, es geht relativ schnell, der Quest. Haben jetzt schon fast die Hälfte an Items. Hier ist eigentlich der beste Platz, wo man diese Spinnen killen kann. Es gibt da weiter vorne auch schon welche, aber es sind eben nicht so viele. Ach, hier kann man eigentlich auch noch die Fierce Raccoon Spiders dazu erledigen. So, und jetzt so. Ausgezeichnet. Ja, so passt es. Voll blöd, ich habe immer noch dieses schlechte Pudern. Ich habe von Black Screen immer noch keine Pots bekommen. Aber irgendwann kriege ich die wahrscheinlich schon. Jetzt das Droppen von denen so. Also wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Waffe, weil ich ja immer noch die Level 10er Waffe. Die zwar für Level 10er Waffe gut ist, aber da gibt es schon bessere Sachen. Ich habe mir überlegt, beim Schmied zu gucken, aber wenn man sie droppt, sind sie, glaube ich, sowieso besser. Also von Quests kriegt. Ja, hier habe ich noch ein paar Kristalle. Hätten wir eigentlich noch was uppen können, aber wie gesagt, ich will erstmal eine bessere Waffe, die ich dann uppe. Die wollte ich jetzt nicht unbedingt uppen. Ich denke, das versteht man auch. Jetzt kann ich das natürlich nicht mehr einsetzen. Wohin läuft der? Ist immer blöd, dass die Fertigkeit so viel MP braucht. Ja, in diesem Part werden wir wahrscheinlich nicht mehr Level abkommen, aber ich werde offscreen auch noch immer wieder ein bisschen leveln, dass es ein bisschen schneller geht, dass wir Level 70 dann auch schaffen. Ich bin mir schon bewusst, dass ich extrem langsam bin, aber es liegt halt einfach auch daran, dass ich prinzipiell erstmal guck, dass ich in Metin hochkomme. Andere werden jetzt wahrscheinlich, oder einige Zuschauer werden jetzt wahrscheinlich sagen, Metin 2 stinkt und sowas. Ja, irgendwie ist es echt so, dass wenn man MMO spielt, dass man echt ein MMO hat, das man richtig suchtet und der Rest einfach scheiße findet. Bei mir ist mittlerweile so, dass ich zwar Metin immer noch suchte und sowas, aber mittlerweile, wie ihr seht, ja auch Flo-Spiele, aber nicht so verstärkt. Das seht ihr auch. Naja, Hauptsache, ihr findet die Parts gut, hab ja ab und zu mal Rückmeldung von euch bekommen, dass das schon passt. Wenn man so sagen kann, ja. Da können wir uns wieder was pullen, aber wir haben nicht genug MP. Ich sag einfach mal kurz hinsetzen. Was schwierig war in den Quests, war eigentlich nur diese Quests, wo man Lesser-Imps, jagen musste. Weil die haben schon gut Damage gemacht, waren halt Level 29. Aber es ging schon. Muss man sich halt öfter hinsetzen als bei den Mobs. Konnte man halt nur ein auf einmal packen. Aber da hatte ich ja noch nicht die bessere Rüstung wie jetzt. Die hat ja schon einiges mehr Verteidigung als die andere, die ich vorher gehabt habe. Skulldagger. Ach, das hier brauche ich sicher nicht. Net Peace. Und ja, fünf Stück noch. Also ein Quest kriegt man es wahrscheinlich sogar noch abgeschlossen. Und dann könnte ich dann das sogar noch in diesem Part abgeben. Könnte es vielleicht doch noch was werden mit Level Up in diesem Part. Jetzt sind es wirklich nur noch 44 Level.
Was heißt nur noch? Ja, wir haben noch nicht mal 30 geschafft, aber ich bin da relativ optimistisch, weil ich mir vorgenommen habe, Level 68 zu werden, Metin, in nächster Zeit, und das habe ich jetzt schon fast geschafft. Von dem her kann ich mich dann ein bisschen mehr auf Flow konzentrieren. Vor allem, weil ich jetzt diese zeitbeschränkten Items habe, die ja richtig nice sind, mir richtig viel HP und MP geben. Das will ich dann schon auch ein bisschen ausnutzen. Und noch 4 Stück. Oh, ich brauche so Trinkpots im Moment. Macht man so. Ja, toll, hat sich jetzt nicht gelohnt, weil wir die Mobs sowieso gerade nicht haben, was wir brauchen. Machen wir so. Ups, machen wir doch gut Damage. Ja, machen wir so. La 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 la. Ja, passt. Was gibt's noch zu sagen? Ja, also morgen oder übermorgen werdet ihr dann schon, ich glaube übermorgen, dass ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ja, übermorgen werdet ihr dann Part 26 gleich sehen. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ja, wie gesagt, ist halt, da war ich noch, war ich da Level 24 sogar erst? Ja, da war ich glaube ich Level 24, also ist halt so nicht mehr chronologisch jetzt, aber Part 25 musste einfach was, wenigstens ein bisschen was Besonderes werden, so toll ist es jetzt auch nicht geworden. Ich wollte eigentlich ein bisschen besser animieren, aber ich habe schon so lange nichts mehr mit dem Programm gemacht. Da konnte ich das so gar nicht mehr. Aber Part 50 kommt da wieder was, das ist schon mal von mir gewohnt. Was zumindest bei MMOs, bei Part 50 und 25 Teilen halt auch immer was Besonderes kommt. Bei anderen Spielen ist es halt relativ schwer zu machen, weil ich meine, bei Shootern, da gibt's eine Story, was will man da so groß anders machen? Ja, aber jetzt haben wir jetzt mal Part 25 abgehakt, sind es ja immerhin noch wieder 25 Parts. Bis zum nächsten Jubiläum. Und ja, schade, dass das nicht für unsere Klasse ist, weil dann hätten wir für dieses Level dann schon mal neue Jacke. Rüstungsteil, was auch immer. 3 Stück brauchen wir noch, okay. Ja, das kriegt man schon noch in diesem Part hin, wenn wir jetzt nicht so viel Pech haben. Und ja, wie Metin lässt man sich danach am besten einfach killen und macht dann in der Stadt neu starten. Finde ich zumindest das Klügste. Das war jetzt aber nicht so klug. Ah doch, hat gerade noch gereicht, MP. Ach, das dauert immer so lang. Das Zaubern, dieser Mist of Darkness. Oh verdammt, jetzt machen die mir so viel Damage, dass ich da schon richtig ins Schwitzen komme. Haben zum Glück verfehlt die Raccoon Spider, die normale da die ganze Zeit. Ach, und da habe ich natürlich einen Hit vergessen. Oh, wie knapp. Ja, eins noch. Ne, haben keinen Platz im Inventar, aber Geld holen wir natürlich noch. Ja, 15%, es wird knapp, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Dass wir 15% Erfahrung kriegen bei dem Quest. Oder, Moment, steht es hier irgendwo, wie viel Erfahrungspunkte es sind? Nee, irgendwie nicht. Schade. Oh, wieso regeneriert sich das jetzt so langsam? Ach, machen wir einfach so.
Brauchen wir jetzt nur noch eine. Mit Glück. Los, Raccoon Spider, drop diese Shells. Oder ein Shell, meine ich, ja. Oh. Natürlich nicht. Lavecka. Dann kommen wir vielleicht sogar. Dann kommen wir wahrscheinlich dann eher Level up. Wenn wir jetzt hier noch ein paar mehr killen müssen. Und. Jawohl. Okay, abgeschlossen. Dann lassen wir uns gleich mal killen. Für Level 27 Mobs dürfte das relativ schnell gehen. Einfach trotzdem aus Spaß noch ein bisschen draufhauen. Oh, ist das Vergiften oder was ist das? Moment. Ja. Oh, ich mach den Mob vielleicht doch noch down. Jetzt aber, haut mich um. Willen Stadt. Den Quest abgeben. Ach, die ganze Zeit Miss. Ja, passt. Jetzt die Frage der Fragen. Komme ich Level up oder nicht? Werde ich jetzt Level 26? Na, erstmal hier den Wasserfall genießen. Schön. Irgendwann werde ich natürlich auch mal in späteren Leveln meine Equip so weit ab, dass ich vielleicht auch, dass die vielleicht sich ein bisschen vom Aussehen verändern. Da muss ich dann natürlich auch ein paar Cash-Items mir holen. Weil es sonst sehr unwahrscheinlich ist, dass es klappt, das Appen. Und da muss ich dann natürlich auch trotzdem noch Glück haben, aber ja. Jetzt erstmal gucken. Ah, wir haben gleich nochmal ein Quest. Und es hat nicht gereicht. Aber was ist das für ein Quest? Raccoon Spider's Eyes. Okay. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Das hat jetzt nicht ganz gereicht, Level Up, aber es macht ja nichts. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis übermorgen. Wahrscheinlich, ja. Bis dann.